Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 20.04.2021. Und unser DAX hat sich hier kontrolliert zum Montag abgelassen. Gezielt einfach mal wieder ein bisschen Höhe abgebaut. Ist dabei weitestgehend dem nachgekommen, was wir hier auch unterstellt hatten. Hatten ja vielleicht zur Erinnerung nochmal gesagt, dass am Freitag definitiv der ein oder andere rausgekehrt wurde, dass gut was an Stops im Bereich um 15.500 abgeräumt wurde und der Markt deswegen gegebenenfalls fallen könne, dass er bestimmt mit einem kleinen Abwärtsgap reinkommt und von dort nochmal versucht hochzuziehen. Das hat man gesehen, ist aber dann doch recht zügig verkümmert, ne? Also er ist da nicht weit gekommen, hat es hier gerade mal nochmal bis an die 500 ran geschafft. Ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, dass das eine 550 wird und von dort hat er sich dann runter gleiten lassen. Hier in die 15.330 rein, 15.350. Das hätte auch bis 15.270 gehen können und das kann es auch noch. Das kann jetzt noch nachträglich kommen. Können wir eigentlich gleich vorwegnehmen und das hier jetzt noch nachsetzen. Das heißt, wenn er jetzt zum Dienstag vielleicht jetzt, also sich aus diesem kleinen Dip nach unten jetzt noch ein kleines Aufwärtsgap rausknuspert zum Dienstag rein, dass er vielleicht nochmal so in die, ja, ich sag mal 4.10, 4.30, 4.20, vielleicht 4.20 bis 4.10 rein startet und von dort dann nochmal einen Schwung nach unten nimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen, würde auch gut reinpassen und dann rauf auf die 2,70 und dann muss ich zeigen, wie viel Stärke kommt da rein und kommt Stärke rein, weil wenn da keine Stärke reinkommt, wenn der das zum Vormittag nicht nach oben wieder rausgedreht bekommt, sondern zum Nachmittag auf weitere Tiefs fällt, dann geht er ein, dass er das auch dieses Tief rausnimmt. Dann macht er die 1,80 zu und dann geht er auch ein Stückchen tiefer, weil was er besonders gut kann in solchen Momenten ist denen den Stinkefinger zeigen, die da rausgeflogen sind. Und das sind viele. Das hat man, das haben wir ja mitgekriegt und das ist so und so, so dass die meisten hier wirklich reif gekocht wurden schon und haben das letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, ne? Die Leute, die sind wirklich absolut reif gerade dafür. Da sind die Emotionen hoch, da ist das Fehlerpotenzial hoch und da fühlt sich der ein oder andere schnell genötigt, betrogen und so weiter. Und dann liegt natürlich das Portemonnaie, das liegt offen für den Markt. Ne? Wenn ich Leute emotional rausgelockt kriege, aus der Reserve rausgelockt kriege, dass die sich persönlich abgeholt und angegriffen vom Markt fühlen, dann geben die mehr Risiko und das kann ich mir so leicht holen als Markt. Ne? Das ist für den relativ einfach. Und ich glaube, das wird hier, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier ein kleines Bewegungsfinale erstmal von diesem Aufwärtsstrang, den wir vielleicht sogar seit November jetzt sehen, dass wir den erstmal reinkriegen könnten. Das würde gut reinpassen. Es passt doch so auf das Verhalten der Leute. Habe jetzt auch selber bei uns in der Community einige gesehen, die jetzt am Wochenende auch die Säge gestrichen haben, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, sie gehen jetzt in längere Pause, sie hören jetzt erstmal auf mit Traden. Das hat für sie alles gar keinen Sinn. Und ja, was haben die alle gehandelt? Na klar, die haben die ganze Zeit gegen den Trend Short gehandelt. Gibt auch andere, die haben einfach gesagt, sie gehen ohne dass sie zugegeben haben, dass sie da fette Verluste reingefahren haben, wo man es aber einfach aus dem, was sie in den letzten Tagen und Wochen geschrieben haben, einfach jeden erkennbar war, was die für Position drin haben. Das konnte man schon alleine daran sehen, dass wenn 30 Punkte nach unten kamen, dann wurde sich gefreut. Bei 20 Punkten nach oben, da war sofort wurden sofort Gründe gesucht, warum, wieso, weshalb es doch gleich wieder fallen kann. Schlussendlich ist es halt so, mit dem Trend oder gegen den Trend. Das ist einfach was man lernen muss. Und der Einsatz, das ist doch das, an dem die meisten scheitern. Zu große Positionen, zu hohe Einsätze, zu viel Einsatz auf bestimmte Karten. Und dann ist es scheißegal, ob du deinen Stop-Loss bei 5,50 hast, ob du bei 5,30 hast, ob du bei, keine Ahnung, ob du den hier bei 14.800 hast. Irgendwann holt dich der Markt einfach. Das ist scheißegal, selbst wenn du hier drin bist und du sagst, okay, der Stop liegt bei 14.300. Das ist nichts anderes wie hier, da, dort oder dort. Oder dort ausgestoppt zu werden halt, ne? Weil der Markt das immer wieder macht. Macht einen Hoch, dann kommt er wieder zurück, dann macht er vielleicht einen Neues Hoch, solange der Trend aufwärts bleibt. Ne? Das heißt, wenn ich nur gegen den Trend arbeite, verliere ich. Und wenn ich dann noch zu hohe Einsätze gegen den Trend setze, dann kostet mich das auf Dauer Geld. Und dann ist es schwer, auf Dauer profitabel zu werden. Und das sehen wir immer wieder. Das zeigt sich auch in unserer Community immer wieder. Das ist immer so Welleneffekte halt. Ne? Da gibt es wieder welche, die sind dann phasenweise richtig gut. Und dann merkt man, das sitzt was noch nicht. Und deswegen gebe ich mir hier auch viel Mühe immer, dass wir eben nicht bloß reine charttechnische Analyse machen, sondern auch immer die Fehler sprechen, die ich so bei den anderen beobachte, die ich selber gemacht habe. Weil ich glaube, dass sowas, das muss man verinnerlichen als Trader. Sonst hat man kurz Spaß und dann viel Geld verloren. Und das ist halt ein bisschen schade, weil es geht ja auch anders. Es geht ja auch anders und man
muss halt nicht viel dafür tun. Man muss sich noch ein bisschen zusammenreißen halt, ne? Und ein, zwei Sachen beachten, die da wichtig sind, und dann kriegt man das halt nicht. Und am Ende ist es dann egal, ob ich 5-10 oder wo auch immer rausfliege oder bei 500 oder ob der K.O. bei 550 platzt oder bei 600. Das ist vollkommen egal. Wenn ich mit zu hoher Positionsgröße reingehe, mit zu hohem Risiko, der Hebel ist egal. Der Hebel ist egal. Der Hebel bestimmt nicht, wie viel ich verliere. Wenn ich drei Leute nebeneinander stelle und ich gebe einen Hebel von 1000 und einen Hebel von 2 und dem anderen Hebel von 50, kann der mit Hebel 1000 trotzdem der sein, der am wenigsten verliert, weil es ist nicht entscheidend, wie hoch der Hebel ist. Der Hebel macht es leichter. Umso höher der Hebel ist, umso leichter ist es, schnell Geld zu verlieren. Aber entscheidend ist immer noch der Einsatz. Wie viel stecke ich in das jeweilige Produkt, in das jeweilige Setup rein? Und da sind die meisten einfach immer wieder zu hoch, haben zu hohe Einsätze, werden dann emotional, fallen dann in Fehler rein, und dann geht der ganze Rattenschwanz los, der immer wieder das gleiche, den gleichen Ausgang hat, dass Leute irgendwann aufhören mit Trading für ein, zwei Monate, bis wieder genug Geld da ist, von vorne anfangen. Und dann machen sie den Rattenschwanz, wenn sie glücklich sind, bis zu 10 Jahre. Also ich habe teilweise Leute in der Betreuung drin, die sind 10, 15 Jahre schon dabei, bis sie irgendwann dann den Knackpunkt gekriegt haben, weil sie immer wieder das Gleiche falsch gemacht haben. Das muss einem einfach mal einer sagen. Und ich fühle mich dazu berufen, das einfach immer mal wieder frontal einem ins Gesicht zu sagen, auch wenn es die Leute nicht hören wollen in dem Moment. Aber man muss da einfach mal ehrlich miteinander sein. Und das muss man auch ganz offen ansprechen. Das tun viele nicht, ne? Klar könnte ich es mir auch leicht machen und könnte hier so eine geile Über-WBS-Community aufbauen und sagen, hey Freunde, wir posten jetzt alle nur noch unsere Gewinne und bereichern euch uns mit Screenshots, wer die geilsten von allen sind. Aber das hilft nichts, wenn am Ende das ganze Geld wieder weg ist, weil alle die Fehler machen. Und das ist die Fehler, die kommen nicht beim Einstieg. Die Fehler kommen dann im Management, im Risikomanagement. Ne? Also durchaus schon beim Einstieg, wenn der Einsatz falsch gestreut ist, aber Ausstieg und so weiter. Gibt es viele Sachen, die man verkehrt machen kann. Also seht es mir nach, wenn ich mir da immer wieder ein paar Minuten nehme, auch in den Videos hier. Ich sehe es einfach als wichtig und ich sehe es immer wieder, wie viel es dann in solchen Bewegungsphasen wegrollt. Und hier muss ich sagen, haben wir bis jetzt Spitzepunkt, also am Wochenende sind es bei mir, glaube ich, knapp 12 Leute gewesen aus der Community, die über die Klippe gesprungen sind jetzt hier halt. Das ist viel, das ist viel. Also 12 Leute hat man, glaube ich, zuletzt als Corona, da waren es, glaube ich, 15, die es runter raus zerlegt hat, ne, die dann gesagt haben, ja, hätte ich nur mal auf dich gehört, hätte ich nur mal das gemacht, hätte ich nur mal, aber hätte ich nur mal, kann ich dir halt nichts von kaufen. Ne? Das muss so lange geübt und trainiert werden, und da gibt es ja auch Methoden für, damit man das in den Griff bekommt, bis es sitzt. Ja, und wenn man dann nach so einer Nummer vom Markt weggeht und sagt, der Fehler war nicht bei mir, der Fehler war, was weiß ich, bei Martin, der hat einen falschen Optionsschein reingelegt oder so, dann stehst du das nächste Mal genauso wieder da und wirst genauso vom Markt weggevögelt wie auch dieses Mal. Deswegen ist es wichtig, dass man das versteht, wo man ansetzt und wie man auch sich anguckt. Und Einsatz, Trendrichtung, das sind eigentlich die zwei Sachen, die zu 99% ausschlaggebend sind für das, was am Ende passiert. So, und jetzt hat es hier halt wirklich einige mit Short bereinigt. Ich glaube, da geht noch was an Bereinigung, aber das ist so ein Punkt, wo ich dann so sage, na, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Mich würde das nämlich jetzt nicht wundern, nach dem, was jetzt hier am Freitag passiert ist, wenn der Dienstag hier runter macht. Weil dann haben die Leute richtig Wut. Dann hauen die hier unten nochmal, obwohl sie schon gesagt haben, sie hören jetzt mit Trading auf, nochmal alles wieder aufs Konto, machen den letzten großen Trade. Manche machen sowas sogar mit Krediten oder sowas. Hauen es hier rein und machen Stop-Loss, können dann nicht mehr frei variieren, weil sie wirklich in die Ecke gedrängt sind, nehmen dann Stop-Loss auch irgendwie hier und dann kommt hier nochmal so ein 61-Rücklauf, puff, weg. Und dann sind sie ganz weg vom Fenster. Und deswegen sage ich es gleich, wenn ihr in so einer Situation seid, nehmt euch die Pause, nehmt euch die Ruhe, versucht nicht mit einem Rettungstrade, wenn ihr seht, der Markt macht jetzt hier einen Dienstag genau hier runter, das alles zu retten. In der Regel klappt sowas halt auch nicht. Na, also das ist dann so ungefähr, wenn du es machst, wenn du hier Short reingehst, dann läuft er nach oben, stoppt dich aus, und wenn du es nicht machst, dann rennt er unten durch. Und dann lieber dafür entscheiden, wo man sagt, da verliere ich nicht so viel Geld bei, und so gehe ich tatsächlich auch teilweise in Trades um, ne? Wo ich sage, okay, wo habe ich jetzt mehr davon, wenn er mich jetzt ruckzu ausstoppt oder wenn er mir jetzt runterzu und ich nicht mit dabei bin, und dann entscheide ich mich teilweise auch einfach für einen Verkauf, weil es effizienter oder wirtschaftlicher ist, einen Trade in dem Moment zu realisieren, auch wenn ich glaube, dass er noch weiter fällt, aber das Risiko, dass er mich eben oben raus wieder wegholt, höher ist oder mehr Schmerz auf dem Depot. Und so kann man hier letztendlich auch agieren. Ja, wichtig ist bloß, ihr müsst verstehen, ihr seid nicht die Einzigsten. Ja, also die, das, was, wenn ich alleine 12 Leute gesehen habe, bei denen das passiert ist,
Glaubt mir, dann sind von denen, die zuschauen, vielleicht 120 betroffen. Also so rübergebrochen. Das ist einfach so. Das ist aber normal. Das haben wir immer wieder. Seit Jahren ist es immer wieder zu beobachten, weil die Leute instinktiv handeln. Instinktiv und emotional. Und dann reagieren alle gleich. Dann haben auch alle die gleichen Stopps und die gleichen Einstiege. Das ist manchmal erschreckend, wie genau und gleich die Leute eingestiegen. Völlig unterschiedliche Leute. Der eine Maurer, der andere studiert, der andere irgendein Ökonom, Wirtschaftsspezialist, irgendwas mit Finanzen studiert. Und alle haben die gleichen Einstiege, die gleichen Ideen gehabt, an den gleichen Stellen wieder Position ausgebaut. Das ist einfach Psychologie der Masse. Ich weiß es nicht. Der Markt ist dafür konzipiert, diese Psychologie gegen euch zu verwenden. Und er tut es. Er tut das den ganzen Tag. Und das hat dann nichts mit Glück oder Pech zu tun. Wenn ich das nächste Mal wieder drauf anlege, spielt er auch mich dort aus halt, ne? Und von daher macht es einen Sinn, sich vorher einen Plan zu machen, zu gucken und das einfach abzuhandeln. Und wenn das nicht kommt und der Markt etwas anderes macht, wie das, was wir haben wollen, dann trennen wir das. Dann nehmen wir raus. Risiko raus, Trade beenden, auch im Verlust beenden. Und das muss man lernen. Das muss man lernen. Das ist schwierig. Man kann es lernen. Das kann auch jeder lernen, egal wie, welche Bildungsschicht. Und welche berufliche Vorerfahrung und so weiter. Unternehmer haben es bekanntlich immer ein bisschen schwer halt, ne, weil die mit mehr Engagement und mehr mit Druck und mit mehr dranbleiben und sich durchbeißen. Ne, das, was sie so aus dem Unternehmertum kennen, was ihnen dort hilft, ne, das ist an der Börse absolut kontraproduktiv, weil dich das halt immer nur weiter in die Scheiße reinreitet. Ne, das hilft dir nicht. Du musst am Markt eher den Kopf runternehmen, einziehen, abducken, ne, an die Seite, Distanz, wenn es gerade nicht läuft, eher Fahrt rausnehmen. Das ist so, damit kriegst du kein Geschäft groß. Ne, aber am Markt kann man damit bestehen. Und deswegen haben es diejenigen schwerer, aber es schafft grundsätzlich gar jeder. Also ich sehe es ja auch von denen, die es schaffen, das ist alles dabei. Ne, aber ein paar Sachen muss man einfach reinkriegen. Und Verluste eingestehen und zu realisieren, das ist Punkt 1. Punkt 1, Einsatz zu kontrollieren. Punkt 2, und du hast schon die halbe Miete gekonnt. Wer hier aufhört mit ohne Stop-Loss und vollem Einsatz, der hat echt schon viel gekonnt. Von daher, kurzer Ausdruck dazu, einfach weil es jetzt hier gerade wichtig ist, weil halt hier wirklich viele über die Klippen gesprungen sind und der Markt die jetzt provozieren wird. Und deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass wir zum Dienstag jetzt hier noch den Schlenker kriegen, vielleicht ein kleines Aufwärtsgap, dann hier runter und passt da ein bisschen auf. Das würde super passen jetzt. Dann zum Nachmittag weiter runter, die 270 fallen lassen und dann steht er hier unter dem Tief. Das würde wie die Faust aufs Auge passen. Dann zum Mittwoch vielleicht erstmal wieder ein bisschen hoch, Donnerstag und dann Freitag nochmal nach unten eindrehen. Also das wäre jetzt fast Klassiker auf die Situation. Grundsätzlich haben wir jetzt aber hier einen Rücklauf erstmal auf einem durchaus vertretbaren Level. Das heißt, dreht er uns zu weit hoch, macht hier nicht nur 40, 15, 4, 20, 15, 4, 10 so, sondern geht auch deutlich höher. Da würde ich schon so sagen, also ab 4,65 aufwärts wäre es mir zu bullig. Dann würde ich schon nicht mehr davon ausgehen, dass er direkt nochmal runterkommen kann. Und ich glaube, wenn er über 4,65 geht, dann macht er auch nochmal die 5,10 hier oben voll. Und dann können auch noch die 5,50 gleich mitziehen. Also von daher hier so ein bisschen in dem Bereich aufpassen. Idealerweise hier auch wieder, wie wir es gestern gesagt haben, ne? Rote Kerze einfach abwarten. Das hat er ja ganz schön gemacht. Ne? Dann kam die rote Kerze, noch eine rote Kerze direkt. Er hat eigentlich fast relativ konstant hier durchgearbeitet. Das hat man dort schön gesehen. Was man auch gesagt hat mit diesen roten Kerzen, ne? Der muss Schwäche zeigen, der muss rote Kerzen zeigen, das kam ja prima. Ne? So, und da könnte man hier auch wieder aufpassen. Ne? Wenn in dem Bereich dann hier rote Kerzen kommen, denke ich schon, dass wir nochmal in die 330, 270 reinlaufen und von dort entsprechendes Reaktionspotenzial nach oben. Passt aber auf, wenn dann eben am Nachmittag nochmal neue Tagestiefs kommen. Das hat einfach zu großes Potenzial, dass wir auch unter 15,180, also das Gap hier zumachen, 15,180 und auch einmal drunter. Das wäre so Stinkefinger in the face von denjenigen. Also wenn ich DAX wäre, ich würde es machen, weil ich wüsste, die Hälfte von denen, die haut, trotz dass ich sie jetzt hier warne im Video, die haut dort nochmal richtig Kohle rein und das kannst du dir so leicht holen als Markt. Das ist, weiß nicht, das ist so, das ist schon fast verlockend, die Idee halt. Ne? Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass es klappt, dennoch aber nicht drauf zu versteifen. Ne? Wenn ihr seht, der 4,10, 4,20, der dreht nicht nach unten weg, der dreht höher, ist bei 4,65, dann nicht Short gegenstellen, weil ihr das hier unten haben wollt. Dann erstmal wieder Kopf reinnehmen, gucken und wenn er sich dann irgendwie hier nochmal richtig hart runtergedreht bekommt und ihr seht, der treibt hier hart runter, unter 4, auch noch unter 4,10, auch noch harte rote Kerzen nach unten, dann kann man durchaus Short probieren. Eben auf 330, 270 rauf und dort, wie gesagt, kurz aufpassen, wenn dreht die nicht nach oben
und drückte sich da durch, dann machte ich einmal drunter. Das glaube ich schon. So, und aus Tagessicht sehen wir dann auch, was dann da draus werden kann. Wenn er denn da weiter runter dreht, haben wir jetzt rote Tageskerze hier von der Kante drinne weg. Das ist erstmal gut. Macht er da noch mehr draus, wäre hier zumindest mal 15,50, ne, ums mittlere Band. Aber dann auch durchaus unsere Rücklaufmarke hier, die im Bereich um 14.800 bis 14.750 liegt. Das ist noch offen. Das hat er ja sich ein bisschen aufgespart und könnte jetzt hier angelaufen werden, wenn er jetzt noch weiter treibt. Aber da muss er auch noch schon ein bisschen was liefern. Ne? Das ist jetzt ein bisschen früh, vielleicht das zu feiern. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was ins Land gehen, um das da oben auszuspielen. Auch wenn es gut aussieht. Ne? Aber grundsätzlich würde ich jetzt schon sagen, also auch wenn so eine 15.180, 15.150 jetzt fällt und er weiter treibt, macht es schon. Hat sich jetzt schon qualifiziert, seit November dann hier vielleicht auch mal wieder ein bisschen längeren Gegenwind auch zu erzeugen, den wir jetzt bis jetzt nicht hatten. Ja, und ich glaube, hier hat es, also ich glaube, so also gefühlt, glaube ich, hat es hier ganz schön viele jetzt weggeräumt. Noch nicht alle, das wäre auch noch Potenzial, oben was rauszuhauen, aber ich glaube, diejenigen, die da jetzt noch drin sitzen, die machen dann Runde zu die Fehler, ne, dass sie dann zu früh einfach long gegen greifen. Ja, das sieht man auch sehr oft und dann holt er sich das Geld auf der anderen Seite, das kriegt er auch hin. Also von daher wird es ganz gut passen, so von Stimmungsbild, auch von Community und so. Auch wenn ich mich dann natürlich manchmal gegen die Community auch stelle oder das als das so bewerte, ne, das ist letztendlich ja trotzdem auch eine Schutzfunktion, weil diejenigen ja trotzdem zugucken und das für sich nutzen können. Und das ist, ich glaube, man kann viel aus sowas ziehen als Mehrwert, also auch als Lerneffekt für sich selber, ne, um zu reflektieren, agiere ich denn genauso, agiere ich professioneller, agiere ich besser, habe ich das besser im Griff, kann ich hier flexibel agieren, wäre ich jetzt genau in so einer Situation angreifbar und dann kann ich mich ja rausnehmen, dann kann ich mich aus dem Risiko rausnehmen. Deswegen mache ich das halt, ne, dass ich immer wieder offen drüber spreche, auch wenn ich weiß, dass es manchen nicht gefällt und ich da immer wieder mal jemanden auch richtig, richtig auf einen Nerv trete, wo er so und so unheimlich angespannt ist und auch nicht will, dass da jemand drauf tritt, aber einer muss es tun, ne? Die Kinder machen es nicht, die Eltern machen es nicht, die Frau macht es nicht oder der Mann, je nachdem, in welcher Situation man tradet. Einer muss immer mal ein bisschen Tacheles reden und da glaube ich, habe ich hier ein bisschen die Verpflichtung halt auch, ne, in dem Moment, wo ich sowas dann auch anbiete, halt da ein bisschen das Auge drauf zu behalten und aufzupassen auf meine Schäfchen. Ja, damit die eben zu kleinen Wölfchen werden und die anderen Schäfchen schlachten können. Insofern, ich wünsche euch viel Erfolg. Achtet mir ein bisschen auf die Kerzen. Ne? Wir haben Dienstag schon ein bisschen Potenzial unten, aber so über 4,65 würde ich dann auch sagen, ja gut, zurückstellen. Lass mal weiter oben tanzen lassen, vielleicht 5,50, vielleicht sogar eine 6,10. 6,25, 6,25 vielleicht mal auf den Zettel mitschreiben, falls ihr wirklich übertreibt oben. Aber das so, ja, passt schon ganz gut gerade nach unten. Ja, haben wir gestern ja auch schon gesagt. Jo, dann, ich wünsche euch Spaß, macht hier zu und wir hören uns morgen wieder. Hab Verständnis dafür, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber der Bedarf ist gerade da. Ich muss das machen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Ja, ich wünsche euch Spaß und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.